müssen wir jetzt runter auf den Heimatplanet der Quarianer. Aber davor rede ich mal hier mit dem Admiral. Die Geth haben sich schneller erholt, als wir gehofft hatten. Wenn er uns nicht gewarnt hätte, hätten sie uns auslöschen können. Legion ist auf unserer Seite. Sie müssen sich bei Legion wohl entschuldigen. Wie weit entwickelt Ihr Freund auch sein mag, er ist immer noch ein Geth. Der gerade Ihre Flotte gerettet hat. Und ich wünschte, ich hätte es besser gewusst. Aber im Moment können wir uns einfach kein Vertrauen leisten. Was brauchen Sie? Keine Ahnung. Wie geht's in Patrouillenflotte? Erzählen Sie mir von der Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Und die Zivilflotte? Erzählen Sie von der Zivilflotte. Das sind unsere zivilen Schiffe, unter dem Kommando von Admiral Corris, falls er seine Notlandung auf Run noch überlebt hat. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen. Und wer hat die größte Flotte? Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Das ist klug. Setzen Sie alles ein. So ist es. Durch die Modifikationen sind die Kanonen der Lebensschiffe durchaus mit den Hauptgeschützen eines Schlachtschiffs vergleichbar. Beeindruckend. Sie sind zwar nicht so gut gepanzert wie ein echtes Schlachtschiff, aber sie können die schwere Flotte im Bedarfsfall effektiv unterstützen. Das hört sich doch gut an. Und die schwere Flotte? Was wissen Sie über Admiral Geralds schwere Flotte? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den turianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar, aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Wer hat die größte Flotte? Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Das habe ich aber doch schon bevor gehört. Wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Sie haben sie zu Schlachtschiffen umgebaut. Das ist eine Verletzung des Abkommens von Pharixen. Die Lebensschiffe haben zwar eine Feuerkraft wie ein Schlachtschiff, aber ihr primärer Zweck ist nach wie vor die Nahrungsproduktion. Glauben Sie, den Rat interessieren solche Details? Falls nötig, werde ich mich nach Ende dieses Krieges dafür entschuldigen. Und bis dahin bringen Sie Ihre Zivilisten in Gefahr. Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten sie vor der Front fern, aber wir werden alles tun, um zu siegen. Okay. Welche Flotte kommandiert Admiral Zen? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte, nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Sie sind wahr gemütlich. Fürchten Sie nicht, dass sie das Ziel aus den Augen verliert bei ihrem Interesse an den Geth? Wenn sie unser Volk retten kann, soll sie tun, was sie will. Okay. Auf Wiedersehen. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Okay. Guck mal, wir können ja auch noch kurz hier mit Legion reden. Shepard Commander, Sie haben sich Admiral Zens Versuch widersetzt, unsere Plattform zu konfiszieren. Sie hat genug angerichtet. Ihre Unterstützung wird registriert. Bedrohung der Lebensschiffe durch die Geth? Sie sagen, Geth-Jäger bedrohen die Lebensschiffe der Quarianer? Feindliche Geth-Jäger sollen die Verteidigung der Lebensschiffe durchbrechen. Ihre Staffeln sind über einen Server auf Runoch vernetzt. Wenn die Lebensschiffe beschädigt werden, verlieren die Schöpfer Waffen. Vorräte, Leben. Also zerstören wir den Server? Nein, dann würden die Geth-Programme auf andere Server übertragen. Sie sind nur direkt verwundbar. Die Entfernung von Geth aus diesem Server wird den Tod vieler Schöpfer verhindern. Wir werden sie bei dieser Mission begleiten. Okay. Und die Geth Heretics?
Die werden denen doch noch immer folgen, den Reapern. Auf dem Schlachtschiff haben Sie Geth Heretics erwähnt. Was passierte mit ihnen, nachdem wir den Satelliten gesprengt hatten? Durch das Umschreiben der Heretics verbündeten sich mehr Geth mit den alten Maschinen. Dadurch entstanden auch mehr feindliche Geth-Plattformen. Sie meinen also, es war ein Fehler? Es hat uns einen taktischen Nachteil beschert. Dieses Resultat haben wir nicht vorhergesehen, aber eine einmal getroffene Entscheidung lässt sich eben nicht ändern. Ja. Bedauern Sie es, dass Sie die Heretics umgeschrieben haben? Sie hätten Verbündete sein können. Die Quarianer haben zuerst angegriffen. Wenn wir das Reaper-Signal ausschalten, muss dieser Krieg vielleicht nicht mit völliger Vernichtung enden. Eine interessante Sichtweise. Die meisten Organischen würden nicht so lange an ihren Friedensidealen festhalten. Der Geist des Reaper. Wie war die Verbindung mit einem Reaper? Obwohl die alte Maschine unsere Sensoren und unsere Vernetzung kontrolliert hat, konnten wir sie nicht zur Gänze verstehen. Sie stehen unendlich weit über uns. Jeder einzelne Gedanke ist gewaltig, überwältigend, undurchdringlich. Sie klingen ehrfürchtig. Klingt, als hielten sie sie für Götter. Ihre Formen sind hochentwickelt, aber weltlich. Wir sehen keine Analogie zwischen den alten Maschinen und Gottheiten. Wir haben allerdings erkannt, warum andere ihnen diese Qualität möglicherweise zusprechen. Okay. Und der Angriff der Quarianer? Die Geth hatten schon gegen die Quarianer gekämpft. Was war jetzt anders? Die Geth bauten eine Megastruktur für alle Geth, zur Speicherung sämtlicher Erinnerungen. Dadurch sollte unsere Isolation voneinander beendet werden. Und die wurde von den Quarianern angegriffen? Ja, mehrere Programme waren bereits installiert, als die Schöpfer mit der Bombardierung begannen. Wir hatten nicht genug überzählige Hardware, um alle zu retten. Einige Programme konnten nicht wiederhergestellt werden. Also geriet Ihr Volk in Panik. Sind die Geth deshalb so verzweifelt, dass sie für die Reaper arbeiten? Ja. Stellen Sie sich vor, dass mit jedem Leben, das auf der Erde verloren geht, Ihre eigene Intelligenz schwindet. Der Angriff schmälerte die Zukunftsaussichten der Geth. Selbsterhaltung wurde zum obersten Gebot. Sie befürchteten, ausgelöscht zu werden. Wir haben im Gegensatz zu Ihnen keine Angst, aber es ist nicht unser Wunsch, vernichtet zu werden. Sie würden wegen der Reaper Ihren freien Willen einbüßen. Offensichtlich ist das ein akzeptables Abkommen. Tja. Und was ist Ihnen so widerfahren? Und nachdem Sie die Normandie verlassen hatten? Der Körper dieser Plattform ist zum Geth-Konsens hinter dem Perseus-Nebel zurückgekehrt. Unsere gesammelten Daten bestätigten die baldige Rückkehr der alten Maschinen. Wir haben uns auf den Krieg vorbereitet. Die Geth haben also ihrem Beweis geglaubt, dass die Reaper zurückkommen. Natürlich. War sicher angenehm. Okay, das war's. Wir reden später. Wir bleiben so lange hier. Jetzt noch mit Tali reden? Ich habe nichts Neues über diese Reaper-Basis gehört. Hoffentlich geben sie uns bald ein Ziel. Was haben sie gemacht, nachdem sie die Normandie verlassen haben? Wie sind sie wieder zu ihrer Flotte gekommen, Tali? Zu Beginn des Kriegs bat der Admiralitätsrat um meine Hilfe. Ich hatte zuletzt mehr Kontakt mit den Geth als die meisten anderen meines Volkes. Sie hatten den Sitz meines Vaters im Rat noch nicht besetzt und boten ihm mehr an. Das ist aber nur Formsache. Um ein richtiger Admiral zu sein, bin ich viel zu jung. Nicht so bescheiden, Tali. Der Rat brauchte ihre Kompetenz und sie brauchten die Autorität, die mit dem Rang verbunden ist. Und wie ist der Verlauf des Krieges? Wie hat der Krieg gegen die Geth eigentlich angefangen? Admiral Zen hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Geth entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Geth-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Klingt nützlich. Hilft das auch gegen die Reaper? Es funktioniert nur gegen die Geth. Leider. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laser-Pings. Zens Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll. Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben. Und seid sie zurück bei den Quarianern? Wie lange sind sie schon zurück? Wie ist es zurück in der Flotte? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe mitten im Krieg. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Kommen Sie mit mir?
Wenn das hier vorbei ist, könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie helfen Ihrer Heimatwelt, wenn Sie die Reaper bekämpfen. Ich weiß nicht. Mit dem richtigen Ansporn vielleicht. Nein, das wäre nicht... Mein Volk braucht mich hier. Ah! Wir reden später, Tali. Ja, wir reden später. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. Ja, das mache ich jetzt auch. Wir reden in der Kabine, dann bleibst du ganz sicher. Ich weiß, dass wir heißen Quarianer Sex jetzt. Unbefriedigend, nur gegen Geld zu kämpfen, wenn doch die Reaper schon die halbe Galaxie erobert haben. Ohne die Flotte verlieren wir unsere Versorgungslinien. Und wer die verliert, kann auch den Krieg vergessen. Genau. Ihr habt es erfasst. Commander, wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Oha, auf Sion. Okay. Mal gucken. Dann gehen wir mal reden. Mit Tali. Tali einladen. Tali, wenn Sie raufkommen möchten. Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht freisprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Ich bin wegen Ihnen hier. Hey, Sie sind nicht allein. Das sollte der Kampf meines Vaters sein. Aber er hat mich allein gelassen. Wenn Sie wegen mir sterben... Und ich... Wir holen Sie sicher da raus, Tali. Ohne Sie könnte ich das nicht, Shepard. Ich blöffe doch nur und versuche, dass alle glauben, dass die Admiralstochter weiß, was sie tut. Nicht die Admiralstochter. Der Admiral. Ich weiß. Jetzt kann ich wenigstens die schlimmsten Ideen kontern. Darum habe ich den Posten angenommen. Und wegen ihm. Wegen mir? Als ich das Angebot bekam, habe ich mich gefragt, was Sie tun würden. Sie würden die Chance nutzen, etwas zu verbessern. Sie hatten so lange keine Verbündeten. Ich wollte nicht, dass Sie das allein tun müssen. Wenn Sie mal einsam sind, sagen Sie es mir? Klar, ich bin jetzt einsam. Tali, zwischen uns hat sich nichts geändert. Außer Sie wollen das. Keela Shepard, ich bettle nicht, aber ich bin nicht hier, um die Fische zu bewundern. Nein. Sondern weil ich sie darum gebeten habe. Ich will sie hier. Bei mir. Mm. Okay. Bleibt sie jetzt? Habe ich sie jetzt im Team? Das war's. Oh, jetzt komm schon. Intercom benutzen. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Ah ja, sofort, Commander. Kann ich auch noch kurz machen. Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Ratsektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Sie haben es versucht, sind aber gescheitert. Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was sie konnten. Und er hat sie viel Geld und Truppen gekostet. Angst ist verständlich, aber sie darf einen nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Nacht, Schafi, schlaf gut. Verlieren Sie den Glauben nicht. Das Interview ist beendet. Nein, ich habe ja zu dem Interview gesagt, dass sie hochkommen soll. Es wird Anführer geben, keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt.
Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Vorsicht, Commander. Wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Damit habe ich kein Problem. Gleich die nächste. Die Quarianerin ist schon vorher rausgelaufen. Die nächste läuft rein. Das haben Sie doch bereits. Wie soll's weitergehen? Ich habe ein gutes Interview bekommen, Commander. Mehr brauche ich nicht. Heute. Oh, heute. Hei. Was? James kann ich einladen. Bisschen auf Ding machen, oder was? Okay, komm. James, ich hätte etwas Zeit, wenn Sie ein privates Gespräch wünschen. Bin unterwegs. Hey, wie geht's? Gut, James. Und Ihnen? Gut, gut. Wow. Darauf kann ich mich also freuen, wenn ich mal selbst ein Kommando habe. Sie wollen ein eigenes Schiff, Vega? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann. Wollen Sie sich etwa über Ihren Commander lustig machen? Tut mir leid, Shepard. Mir geht nur einiges im Kopf rum. Und dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. Nur zu. Was haben Sie getan, als Sie zu N7 kommen sollten? Ich meine, war die Sache klar oder mussten Sie vorher darüber nachdenken? Ich musste schon ein bisschen darüber nachdenken. Das N7-Programm ist eine große Sache, aber auch eine große Verpflichtung. So sagt man. Sie kriegen die beste Ausbildung, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Und wollen dafür die beste Leistung. Natürlich. Warum fragen Sie? Naja, trotz der Scheiße, die gerade abläuft, hat jemand mich ausfindig gemacht und eine Empfehlung für N7 eingereicht. Wow. Datiert am Tag des Reaper-Angriffs auf die Erde. Sie klingen nicht sehr begeistert. Naja, abgesehen davon, dass es bei einer Niederlage kein N7-Programm mehr gibt. Das Einzige, was ich je gut konnte, war Soldat zu sein. Und ich habe mich nicht angestrengt. Ich hätte mich vor Jahren selbst rausgeworfen. Bei meinem letzten Kommando sind fast alle draufgegangen. Und ich wurde befördert. Ich bin nicht sicher, ob ich wieder ein Kommando übernehmen will. Mit der ganzen Verantwortung. Was genau ist passiert? Sie erwähnten das bereits. Was ging denn schief? Was ging nicht schief? Wir waren auf Patrouille und haben seltsame Werte überprüft, als die Kollektoren kamen. Zuerst griffen sie die Kolonie an. Als wir ankamen, waren die meisten Kolonisten unterworfen oder verschleppt. Darunter auch unser Vorgesetzter Captain Tony. Somit hatten Sie das Kommando. Ja. Wir warteten auf eine Chance zum Angriff. Aber einer der Kolonisten war ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren arbeitete. Er verriet uns alle. Am Ende hatte ich keine Wahl. Der Spion hatte Daten über die Kollektoren, die wir brauchten. Also tötete ich ihn, nahm die Daten und zerstörte das Kollektorenschiff. Und damit auch die meisten Kolonisten. Und meine Männer. Bis auf einen. Aha. Krass. Sie haben aber trotzdem das Richtige getan. Sie tragen keine Schuld an der Ausgangslage. Und wenn Sie dafür befördert wurden, müssen Sie irgendwas richtig gemacht haben. Schon, aber... Wenn Sie alle gerettet hätten, wäre es dann besser geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der richtige Entschluss ist selten der leichte. Ja. Wussten Sie das schon, bevor Sie zu N7 gingen? Ja. Darum wurde ich gefragt. Und darum wurden Sie gefragt. Es gibt keinen einzigen N7, der nicht irgendwann entweder sich selbst oder seine Soldaten opfern muss. Sollte ich also annehmen? Ja, verdammt. Das liegt bei Ihnen. Ich sag, das liegt bei Ihnen. Das müssen Sie selbst entscheiden, James. Aber ich denke, Sie kennen die Antwort schon. Freut mich, dass Sie das so sehen. Und falls möglich, erzählen Sie bitte sonst niemandem davon. Natürlich nicht. Gracias. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Hangar. Das ist mir hier alles zu weich. Das Bett ist viel härter, als es zuerst aussieht. Das glaube ich gern. Nochmals danke, Shepard. Gerne doch.
Okay, cool. Kann ich noch jemand rufen? Nee, das war's jetzt. Alles klar. Dann haben wir jetzt genug gequatscht. Dann gehen wir jetzt runter und landen auf dem Planeten. Mhm. Auf geht's. Den Admiral retten und Gap-Server abschalten. Let's go. Was machen wir jetzt als erstes? Rettungskapsel, den Admiral retten oder die Gap-Server abschalten? Retten wir erstmal den Admiral. Klar, nehmen wir Tali mit und Javik, warum nicht? Pistole ist nicht schlecht gegen die Geth auf jeden Fall. Nur, ich finde, die macht nicht so hohen Schaden, ne? Aber die ist auch nicht stärker. Also von der Präzision her. Ist schon okay. Okay. Aber der gebe ich die neue Waffe, jawohl. Warum ist die jetzt schon wieder modifizieren? Was ist das denn? Präzision. Warte mal. Erhöht Kopfschussschaden. Slot belegt. Ah, da brauche ich zwei. Okay. Ah, egal, machen wir so. Ja, das passt so. Und der hat Partikelgewehr und. Wow, mal diese Pistole. Los geht's. Erhöhte Schildstärke. Sehr gut, dann habe ich das jetzt auch ausgefüllt. Ist ja klar, das hier. Und dann noch das und dann habe ich komplett alles. Okay. Okay, gibt es nichts Neues. Alles klar. Let's go! Alter, was ist denn das? Warum stürzt das Spiel dauernd ab? Also ich check das nicht. Hallo? That's it. Commander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Salkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Salkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captain seine Panik verhindert. Warum ist Corus eigentlich so wichtig? Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Ich kann es Ihnen nicht verdenken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Salkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Dann schützen Sie Ihre Zivilisten. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ranoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Salkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen? Hoffentlich ist die Wildnis netter zu dem Admiral als die Maschinen.
Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Oh oh. Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Okay. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Ja. Das ist eine große Ehre für dich. Ich finde es voll schade, also ich meine, Teil 2 hatte wenigstens so ein bisschen so Erotik-Szenen, aber hier war ja jetzt gar nichts. Sie haben schon gegen diese Geth gekämpft. Welche Taktik werden Sie einsetzen? Die übliche, mehr Geth. Vorhersehbar. Maschinen haben schon immer Anzahl mit Stärke verwechselt. Ja, es gibt gar keine Ding. Keine Erotik-Szenen mehr, ich finde es voll schade. Irgendwie. Okay. Was ist das? Ja. Jawohl, Commander! Schon tot. Was ist das denn für einer? Jawohl, Commander. Das sind ja neue Geth. Kennt man nicht. Aquarianer. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Saal Corris anfunken, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Noch mehr tote Aquarianer. Alle abgestürzt. Ah! Verletzt? Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Scheiße. Oh, ein neues Gewehr. Scharfschützengewehr. Von den Geth. Jetzt habe ich bald alles von den Geth, wenn es so weitergeht. Ich höre Schüsse. Unter uns patrouillieren synthetische Wesen. Go. Natürlich, Commander. Sehr gut. Jawohl, Commander. Schützen kalt machen. Ah. Gut gemacht. Wie kommen wir darüber? Ich habe keine Ahnung. Eine Mine reingelaufen. Sag mal, warte, gab's da gar nichts? Gab's da noch irgendwas? Ja, Munition, aber sonst nichts, ne? Also vielleicht gab's ja irgendwo noch eine Waffe oder so. Die Geschütze, die den Turm schützen. Die Geschütze, die den Turm schützen.
Okay. Aua. Komm schon. Noch einer. Okay, das war's. Sehen wir uns die Steuerung des Geschützes an. Wir können es. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Okay, Tali, mach das mal. Tali, das ist Ihr Job. Kein Problem. Synthetische Wesen! Wo denn? Ah, da. Alter, die Raketenwerferpenner. Wie dein Kommandant auch noch, Alter. Bestätige! Autsch! Tali, mach doch mal schneller jetzt! Au! Wie sie immer... Alter! Geht an Deckung. Das gibt's doch einfach nicht. Oh. Ja. Aua. Verflucht. Alter. Ich muss Tali retten. Auf. Fuck. Das gibt es doch einfach nicht. Boah, Alter! Boah, Alter! Ja! Scheppert und bumpert und macht und tut, Alter! Keine Chance! Synthetische Wesen! Wird erledigt! Er läuft so rum. Ist da jetzt nicht dein Ernst, dass du so rumläufst? Ist ja klar, dass der tot ist jetzt. Alter. Ja, ciao. Tot. Alter, wie dumm diese KI manchmal ist. Echt? Komm mit! Synthetische Wesen!
Alter! Was ist... Oh, Alter, ey. Alter, halt doch dein Maul! Ja! Das an, wie soll ich das schaffen? Alter, ich krieg ihn einfach nicht down. Wieso stirbt er denn nicht? Alter, jetzt seine Schilde wieder oben. Alter. Ja, natürlich. Wo kommt der denn her? Alter. Das ist doch nicht normal, Alter. Es ist doch nicht normal, wie viele da kommen. Natürlich, Commander. Natürlich, Commander. Ja, klar. Ja, na klar, Alter. Alles Raketenwerfer. Wird erledigt. Alter. Wieso denn? Wo? Mach doch kaputt jetzt endlich den Bastard, Alter. Elendiger Penner, geh kaputt. Ah, endlich. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden Antoren. Oh, Junge! Alter, dein Ernst? Hey, das ist echt heftig hier. Das ist echt nicht einfach hier, ey, wow. Hier liegt noch was. Das war echt heftig.
funktioniert auch. Weiter ist Mod. Gav mit sehr vielen Credits. Weitere tote Gav. Ah. Sie haben meine Nachricht empfangen. Habe ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hutst. Ich säubere Maschinenteile. Was machen Sie denn hier? Hier wimmelt es von Gav. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Wo ist der Admiral? Können Sie mir sagen, wo Saal Kauris ist? Er sucht nach Überlebenden. Sie können ihn anfunken, wenn Sie den Störturm offline kriegen. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Kauris uns lebend hier rausbringt, und sagen Sie meinem Sohn, sagen Sie, Jonah, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dawn Hutst, was Runner. Auf zu diesem Turm. Okay. Alles klar, ein weiteres Upgrade. Nein. Ja doch. Alles klar. Moment, wo geht's da lang? Es geht beide Seiten. Scheiße. Oh, oh, Alter! Ja, genau, Alter. Ich konnte ja nicht mal in Deckung gehen. Sofort. Geschütze. Tot. Alter, was zur Hölle, Alter. Da schießt einfach alles auf dich. Es ist eine Streitmacht des Zorns. Steuerung des Geschützes an. Wir können es bestimmt deaktivieren. Okay.
Dann mach mal. Brauchst du dafür jetzt auch wieder Jahre? Bestimmt. Oder kann ich das machen? Wer soll das Geschütz außer Gefecht setzen? Ja, Tali natürlich. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Und wir kämpfen wieder gegen die Geth-Truppen. Sie sollten das Geth-Geschütz übernehmen. Welches? Noch mehr Maschinen! Ach, das Geschütz. Ja, toll, zu spät. Ja, okay, das war zu spät einfach. Außer Gefecht setzen. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Sie sollten das Geth-Geschütz übernehmen. Ja, schon dabei. Noch mehr Maschinen! Dass sie einfach aus dem Boden kommen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das habe ich aber bald nicht mehr. Das letzte. Maschinen bei den Türen. Verstanden. Verstanden. Alter, wieso verzieht die so? An die anderen ran. Au. Frage, Tali. Schalten Sie das Geschütz aus, Tali. Schon dabei. Nein. Jawohl. Gut. Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Jetzt der Turm. Ach so. Okay. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Wir kommen. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Wir brauchen einen Friedensstifter, ja.
Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Jetzt wird erstmal wieder aufgeräumt. Da ist der Admiral. Wir müssen uns beeilen. Metallschrott aus denen gemacht. Alter, man sieht gar nichts. Es scheppert einfach. Alter! Ach komm schon! Alter, mein Shuttle ist gleich kaputt! Admiral, kommen Sie! Willkommen an Bord. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Hört mich jemand? Hallo? Scheiße. Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Die Armen. Aber wir brauchten ihn. Ach, jetzt hör doch mal auf, du behindertes Scheißspiel, Alter, ohne Witz. Ich dachte, Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und, werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert, wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollt ihr Erfolg sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Gut. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine vollentwickelte KI? Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Ich stimme zu. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Ich will ihre Zerstörung nicht. Weil die Geth könnten uns auch helfen. Quarianer und Geth könnten auch gegen die Reaper kämpfen. Vielleicht müssen sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander. Wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben.
Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja, es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Halten Sie durch? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Commander, ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit über Videoleitung verfügbar. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren.